Yesterday I died, tomorrow's bleeding. I fall into your sunlight. Oh, ich denke, ich habe viele Schwächen. Ob ich sie nicht zugeben will, ist eine andere Frage. Ich würde als meine Schwäche wohl meine fehlende Konsequenz bezeichnen. Vielleicht sogar den fehlenden Patriotismus. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe mich weder mit meinen Stärken noch mit meinen Schwächen viel auseinandergesetzt, weil die eine große, unübersehbare ja doch Ello Casso war. The future's open wide. Chantal hatte viele Schwächen, doch die meisten sind harmlos. Da kann sie nicht über ihren Schatten springen, hier unmöglich ihren Stolz brechen lassen. Und sie ist stur, verdammt stur. Niemals hätte jemand das Mädchen, das ich kannte, zu etwas zwingen können. Doch ich fürchte, sie hat sich verändert und diese neue Chantal, die kenne ich nicht. Habe ich nie gekannt. Chantal war ein schwaches Mädchen, das sich hinter ihrer vermeintlichen Stärke versteckt hat. Mehr kann ich über sie nicht sagen. Nein, jegliches ihrer Gefühle war stark, auch wenn sie unter dieser Stärke gelitten hat. Ihre einzige Schwäche war die Angst, nicht genügend zu sein und sich deshalb zu zerstören. Sie wollte immer jemand sein, der mir würdig ist. Doch dabei hat sie sich so fertig gemacht, dass sie übersehen hat, dass sie es immer war. Ich habe dieses Mädchen nur ein einziges Mal gesehen. Wie soll ich da ihre Schwächen beurteilen? Aber ich denke, ihre Liebe hat sie einiges an Kraft gekostet. In dem Fall ist meine Antwort wohl ihre Liebe. Ich denke, die Hoffnung, die sie immer wieder geschöpft und die bis zum Ende immer wieder enttäuscht wurde, hat sie schwach gemacht. Dennoch wollte sie ihre Hoffnung immer nur als Antrieb und nicht als Stein im Weg sehen. Sie ist die personifizierte Schwäche. Sie ist gleichzeitig zu sehr von sich selbst überzeugt und hat ein mangelndes Selbstbewusstsein. Chantal hätte niemals einen Krieg gewinnen können, hätte Ello Casso nicht an ihrer Seite gestanden. Seine Kraft war es, von der sie sich ernährte. Mir gegenüber war sie immer stark, aber ich denke, ich kann sagen, dass Ello Casso ihre Schwäche war, genauso wie das Gefühl, mit einem Mal nicht mehr geliebt zu werden. Verstehen Sie? Sie wollte Salvatores Herz nie brechen, aber als er sie nicht mehr zu lieben schien, wurde sie wütend, unkontrolliert. Und sie ist sicherlich und unwiderruflich Ello Cassos einzige Schwäche. Sie hat so viele Leute geliebt und so viele von denen verletzt. Sie hat zu oft Versprechen abgegeben, von denen sie wusste, dass sie brechen würde. Chantal wäre nicht in 1000 Jahren so weit gekommen, wäre nicht immer jemand an ihrer Seite gewesen, der sie liebte. And I've lost who I am.